Während die amerikanischen Aktienmärkte weitgehend hirnbefreit vor sich her handeln, erreicht der DAX sein neues Allzeithoch. Gold steht vor einem Richtungsausbruch, vor einer Richtungsentscheidung. Die Renditen der US-Staatsanleihen stehen vor einer Richtungsentscheidung und Kryptowährungen werden abverkauft. Hat uns das etwas über die Aktienmärkte auch zu sagen? Vielleicht, das wollen wir uns im folgenden Video kurz mal anschauen. Zunächst mal zum gelben Edelmetall, meine Damen und Herren. Hier sehen wir diese Range, die in den letzten Monaten, in den letzten Tagen hier etabliert wurde. Das könnte jetzt nach oben ausbrechen. Wir sehen den Dollar auf einem 16-Monats-Hoch. Wir sehen, wie gesagt, die US-Renditen steigen, aber Gold ist trotzdem stark. Da ist offenkundig das Bedürfnis nach einem Inflationshedge der Fall, aber warum fallen dann Kryptowährungen? Die haben normalerweise auch die Funktion, ein Inflationshedge zu sein. Erinnern wir uns an letzte Woche Mittwoch, da kamen die US-Verbraucherpreise deutlich heißer als erwartet, 6,2%. Was machte Bitcoin? Bums, es ging nach oben. Jetzt sehen wir, dass Gold diese Stärke beibehält, ist so ein bisschen seitwärts gelaufen die letzten Tage, hat aber die Gewinne weiter verteidigen können seit den US-Verbraucherpreisen, während Bitcoin jetzt unter Druck kommt und die 60.000er-Marke schon wieder im Visier hat. Also da muss man sich einen Reim draus machen. Hier sehen wir erstmal den US-Dollar, der nach oben ausbricht. Wir sind jetzt über 95 beim Dollar-Index und diese Dollarstärke, die fängt langsam an weh zu tun, denn das Tempo nimmt zu, dieser Dollaraufwertung. Das ist dann speziell für Schwellenländer ein Problem. Erinnern wir uns, die türkische Lira gestern, Dollar, türkische Lira, ist unter 10 gefallen. Also wir sehen, dass das natürlich den Ländern wehtut, die in Dollar verschuldet sind. Und das hat bisher auf jeden Fall noch nicht so wirklich auf die Aktienmärkte durchgeschlagen. Hier sehen wir mal die Rendite der 5-jährigen US-Staatsanleihen. Sieht alles nach Ausbruch aus, sieht alles danach aus, als würden eben diese Renditen weiter steigen. Das in Kombination mit Dollarstärke und gleichzeitig Kryptoschwäche heute. Wir sehen hier etwa das Verhältnis Bitcoin zu Gold. Da sehen wir eine Umkehrkerze. Das ist so ein bisschen ein Risikoparameter auch für die Aktienmärkte. Es gibt irgendwelche Nachrichten möglicherweise aus China, warum, wieso, weshalb jetzt Bitcoin abverkauft wird. Ich glaube alles nicht. Bitcoin ist inzwischen deutlich, naja, in Sachen Mining deutlich differenzierter unterwegs als früher, als vorwiegend und sehr stark zumindest in China Bitcoin gemeint wurde. Das alles ist nicht mehr der Fall. Also schauen wir uns jedenfalls mal an, wie diese Relation sich weiterentwickeln wird. Bitcoin zu Gold ist ein Risikoparameter. Wie gesagt, Bitcoin ist auch eigentlich als Idee ein Inflationshedge, aber jetzt gerät es ein bisschen unter Druck. Das ist nicht so fürchterlich ungewöhnlich. Wir haben jetzt einen Abverkauf von mindestens 5%. Und das ist etwas, was schon 30 Mal dieses Jahr passiert ist. Also man kann sagen, da ist eine gewisse Volatilität dabei. Das gleiche gilt für Ethereum. Es ist schon 37 Mal passiert, dass man mindestens 5% in diesem Jahr unter Druck war. Aber eben entscheidend, dass wir hier sehen, dass eben dieser Abverkauf Gold nicht erreicht, nicht erwischt. Und das kann daran liegen, dass sich die Investoren sagen, so langsam, also das ist vielleicht doch ein bisschen dauerhafter mit dieser Inflation. Und dann greifen wir mal auf etwas Traditionelles zurück, auf Bullion, auf eben das Gold, und wir sehen hier diese inverse Schulterkopf-Schulter-Formation im Chart, die sich mustergültig nach oben aufgelöst hat. Wir sehen, dass auch die Goldminer bullische Chartformationen zeigen. Das hatte ich vor einigen Tagen schon mal hier in diesen Videos zum Ausdruck bringen dürfen. Also es spricht manches dafür, dass diese Dollar, diese Goldstärke bei gleichzeitiger Dollarstärke, bei gleichzeitiger Schwäche der Kryptowährungen möglicherweise ein neues Thema ist. Warum, wieso, weshalb? Jedenfalls sehen wir, dass die Inflationserwartungen hier in den 5-Year-Break-Evens schlichtweg weiter steigt. Gestern zwischendurch Schwäche vor allem beim Nasdaq, eben weil die Erwartungen in Richtung Inflation nach oben gegangen sind, die Erwartungen für weitere Zinsanhebungen nach oben gegangen sind. All das hat, wie gesagt, die Aktienmärkte weitgehend unbewegt gelassen. Hier schauen wir mal, S&P 500 0,00%, Dow Jones 0,04%. Wir sehen den Nasdaq kaum im Minus. Wir sehen praktisch alles ziemlich unverändert, Volumen relativ dünn. Wenn wir uns mal die Gewinne anschauen, dann sind das Utilities, also Versorger, Energy, Real Estate, eigentlich sehr defensive Sektoren, also zumindest Utilities, Real Estate, Consumer Staples, während auf der Verliererseite Technology, Materials, Consumer Discretionary eher zyklische Bereiche waren. Gut, was wird uns das sagen? Hier sehen wir nochmal
den Verlauf gestern der US-Aktienindizes und wir sehen, dass der Value Line Geometric Index, der praktisch alle Aktien gleichgewichtet, tendenziell zur Schwäche neigt. Das heißt, es waren wieder einige Tech-Aktien, die dann die Schwäche der Durchschnittsaktie in den USA weitgehend haben ausgleichen können. Wenn man sich mal anschaut, die Umfrage der Bank of America, die ja unter Großinvestoren regelmäßig eine Umfrage durchführt, dann sehen wir, wie viele sind übergewichtet in Aktien? So ziemlich alle. Sie sind auch inzwischen übergewichtet in europäischen Aktien, gleich dazu mehr. Sie sind übergewichtet in Banken, weil sie weitere Renditeanstiege erwarten. Sie sind übergewichtet in Tech, weil es praktisch Tradition ist. Und sie sind untergewichtet in Bonds, sie sind untergewichtet in Utilities, die gestern stark zulegen konnten. Und in Staples, also in defensiven Sektoren, sind sie untergewichtet. Hier unten sehen wir mal die Grafik dazu. Wir sind jetzt mit der größten Übergewichtung in Aktien unterwegs seit der Finanzkrise. Es wird auch diesmal gut gehen, meine Damen und Herren, das ist sicher, denn Aktien steigen immer. Deswegen sehen wir, dass einige hier mit geleveragten ETFs auf der Long-Seite unterwegs sind im US-Aktienmarkt. Das ist diese rote Grafik und schwarz sehen wir den S&P 500. Am Freitag ist kleiner Verfall. Die Optionen, die werden immer wichtiger, die sind ein immer größerer Faktor, weil die Market Maker dann gezwungen sind, teilweise sich entsprechend der Optionspositionierung eben selbst zu positionieren. Das war bei Tesla ein wichtiger Faktor. Das ist in anderen Aktien ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig sehen wir, dass übergeordnet die Investoren immer noch massiv übergewichtet sind in US-Aktien, auch wenn das in der letzten Woche ein bisschen sich geändert hat. Aber es ist immer noch die größte Übergewichtung in Aktien seit dem Jahr 2013. Und wir sehen, dass die Erwartung für die Gewinne vor allem der Tech-Unternehmen, der Wachstumsunternehmen im S&P 500 ist weit über dem Niveau, was wir jemals gesehen haben. Also Dotcom-Blase, Finanzkrise etc., das können wir locker derzeit überbieten. Gucken wir uns mal an die europäischen Aktien und ich hatte heute zu Anfangs gesagt, dass der DAX ein neues Allzeithoch erreicht, sich sehr gut hält. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass übergeordnet die europäischen Aktien so billig sind wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, nämlich seit vor der Finanzkrise nicht mehr, in Relation zum amerikanischen Aktienmarkt. Wir sehen auf der anderen Seite, wie Tesla gestern ein bisschen unter Druck kam, dann mysteriöserweise gestiegen ist, obwohl Elon Musk Aktien verkauft hat. Da sind dann plötzlich wieder Optionen gehandelt worden. Da scheint der neueste Trick von Elon Musk zu sein, er scheint Call-Optionen zu kaufen oder irgendwelche Leute zu haben, die das für ihn tun. Damit müssen die Market Maker dann, um sich abzusichern, die Tesla-Aktie kaufen, sodass der gute Elon Musk dann in diese Stärke seine Aktien verkaufen kann, was er tun muss, weil er Steuern bezahlen muss, unter anderem für seine Optionen. Wir haben heute die Retail Sales, die US-Einzelhandelsumsätze. Das ist ja etwas Wichtiges. Wir haben gesehen, dass die Stimmung der Verbraucher in den USA deutlich eingeknickt ist aufgrund der Inflation. Ein Viertel aller Amerikaner muss sich bereits einschränken. Deswegen ist die Frage, die Konsenserwartung ist so knapp 1% plus heute für die Daten, die um 14:30 kommen. Aber Bank of America, die normalerweise über gute Daten verfügen, weil sie eben Kreditkarten haben, Kreditkartenkunden haben, sodass sie da ein gutes Prognostikinstrument an der Hand haben, da sagt man 1,3%. Das wird heute der Hingucker, 14:30 hier. Wie gesagt, dann gab es jetzt dieses virtuelle Meeting zwischen Biden und Xi Jinping. Es gab wahrscheinlich in den letzten Jahren wenig Belangloseres als das. Biden hat nochmal gesagt, dass er nicht die Unabhängigkeit von Taiwan unterstützt, aber gleichzeitig wohl auch klar gemacht, dass die USA bereitstehen, um Taiwan zu verteidigen, wenn es sein muss. Also das war so ein gesichtswahrendes Ding. Die Chinesen wollen ein bisschen Ruhe haben jetzt vor den Winterspielen in Peking. Die sollen über die Bühne gehen im Februar. Deswegen will man die Lage ein bisschen entspannen. Das ist Geplänkel, das man geradezu vergessen kann. Nichts, was wirklich auf dem Tisch ist, nichts, was wirklich an Konfliktpunkten da ist, wurde da wahrscheinlich wirklich thematisiert. Und wenn wir jetzt nochmal abschließend nach Europa kommen, sehen wir, dass natürlich die EZB-Bilanz von Tag zu Tag neue Allzeithochs erreicht. Gestern hat die Deutsche Bank gesagt, ja, also diese Zeiten, wo diese ultralockere Geldpolitik angebracht wäre, die sind längst vorbei. Die Ökonomen der Deutschen Bank haben gesagt, also wir teilen die Auffassung nicht der EZB, dass diese Inflation vorübergehend sei, dass es strukturell bedingt
Da haben Sie einen Unterstützer, der hier vor der Kamera steht, der das genauso sieht. Und wenn Sie mal wissen wollen, wie Christine Lagarde sich herausredet, dann empfehle ich kurz noch den Artikel Inflation ist höher und dauert länger als erwartet. Da sieht man, wie man sich sozusagen um den heißen Brei herumwinden kann, wie man schwurbeln kann. Es ist ein Lehrstück von Irrtum und nicht erfolgender Einsicht mit gepaarter Hoffnung, dass alles gut wird, weil man sonst als Notenbank eben kastriert ist. Und das möchte auch die gute Christine Lagarde nicht, werde ich Ihnen unter diesem Video verlinken. Verweise auf 14,30 US-Einzelhandelsumsätze und sage ansonsten einen wunderbaren Dienstag. Servus und ciao.